Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ja, LS19 wieder von auf Bergmann. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ja, ich mache mal kurz hier die Box einmal auf, ein wenig um die kleinen Gasflaschen gekümmert und haben den Gashandel beliefert, damit wir dann auch die Getreidetrocknung nutzen können. Vielen, vielen Dank nochmal für die ganzen Däumchen und auch für die Kommentare. Und ich bin gerade dabei, hier die Kälber noch in die kleinen Boxen zu packen. Seit letzter Woche gibt es auch einen internen Test. Das heißt, ausgewählte Leute können die Hof Bergmann auch testen. Weitere Infos auf der LSFM-Seite. Und ich werde mal kurz hier dieses neue, hier dieses Kalb, wie heißt denn das hier? Kalf Plus einmal nutzen. So, nämlich das passiert manchmal, wenn die Tiere nämlich krank werden, muss man das nutzen. Oder wenn die nicht 100% quasi bekommen, die Tiere. So, jetzt haben wir hier dafür gesorgt, dass wir 100% haben. Das Tier ist gerade erst gespawnt, deswegen werden wir jetzt auch hier das zweite Kalb noch einmal rausbringen. Und da können wir dann fein Kühe und Bullen züchten. Apropos Bullen, da werden wir auf jeden Fall auch nochmal in den nächsten Folgen vorbeischauen. Aber was wir uns heute noch anschauen werden, ist ein weiteres Feature hier auf dem Hof. Und was heute Abend auch noch gibt, ist ein Livestream hier zur Hof Bergmann. 20.30 Uhr geht es erst los. Jetzt werden wir alle sagen, ey, du streamst doch immer um 19 Uhr. Ja, das ist richtig. Allerdings nicht am Dienstag aktuell, weil wir für die FSL immer noch trainieren. Und deswegen dienstags immer jetzt 20.30 Uhr. Heute wieder von der Hof Bergmann, wie immer, live auf Twitch, ne? Das Ganze. So, da werden wir einmal hier in das Fahrzeug einsteigen. Gucken wir mal. Kommen wir jetzt hier rein? Können wir da direkt einsteigen? Warte mal. Ich muss noch mal kurz zurück hier, denn wir müssen hier noch mal ein bisschen was bei den Fahrzeugen machen. Wo ist denn der Gator? Da ist er. Den fahren wir mal eben kurz beiseite. Und werden dann hiermit heute gleich ein paar, die kleinen Mini-Heuballen kaufen. Hatte ich euch ja gesagt, die sind auf jeden Fall ganz, ganz gut. Und wir werden uns heute um die Schweine kümmern. So, ich muss mal kurz einen kleinen Cut machen. Weil irgendwie hat sich gerade... Wollte meine Maus gerade nicht. Ich weiß es auch nicht. So, das heißt, wir fahren jetzt einmal zum Händler. Werden jetzt hier das Ganze einmal reinpacken. Beziehungsweise, viele haben von euch auch gefragt, was die jeweiligen weißen Punkte auf der Karte sind. Das sind Autodrive-Kurse. Alle Links, die ich nutze, findet ihr in der Videobeschreibung. Ich schicke den jetzt einfach mal zum Händler. Wichtig ist, ich spiele hier noch mit einer Vorabversion. Ne, die ist noch nicht frei verfügbar, weil auch über viele Nachfragen. Und Leute, ich verstehe, dass ihr die Map auch haben wollt. Ne, wie gesagt, es gibt einen internen Test. Wenn der interne Test abgeschlossen ist, dann ist die Map auch frei für alle wie immer verfügbar. Fragt nicht immer nach, wann die rauskommt. Ich weiß es leider auch nicht. Bisher habe ich keinerlei Fehler festgestellt. Es gab auch einen kleinen Hotfix der Map. Da wurden ein paar Sachen schon angepasst. Es kann auch mal sein, dass man im Zuge der Beta dann vielleicht auch nochmal einen neuen Spielstand anlegen muss. Kann sein, muss nicht. Für das Hotfix brauchte ich jetzt keinen neuen Spielstand anlegen. Allerdings, wenn dann die 1.0.0.8, das ist ja hier die Preview-Version, eine Vorab-Version, dann auch verfügbar ist, müsst ihr, wenn ihr die 1.7er oder eine der vorherigen Spielstände habt, auf jeden Fall wieder einen neuen Spielstand beginnen. So, die Tiere haben wir hier soweit ready. Was ich auch sehr cool fand, ist, jemand hat von euch halt geschrieben, dass er wohl auch mit diesem Milk Shuttle zu tun hatte. Damals. Und das Ganze ist jetzt hier aufgeladen. Ihr braucht also auch nicht das Alpine DLC hier, um diese Akkugeräte zu nutzen. Und was ich auch noch herausgefunden habe, beziehungsweise mir der liebe Prodax geschrieben hat, ist, dass wir hier das Ganze auch so einfach überfüllen können, ohne das Tor aufzumachen. Ne? Das hat der liebe Prodax mir geschrieben. Vielen lieben Dank, Prodi, für den Tipp nochmal. So, das packen wir dann rüber. Und jetzt werde ich gleich ein paar kleine, Strohballen kaufen. Der Fahrer ist auch schon angekommen. Die werden wir dann überladen. Die haben nämlich 250 Liter Fassungsvermögen. Natürlich können wir auch die jeweiligen, ich mache das Gerät mal aus, können wir die Ballen natürlich auch pressen. Da gibt es im Mod-Hub auch diverse Pressen. Vielleicht gibt es ja auch nochmal eine Presse, die jetzt hier noch mit hinzukommt. So, da gehen wir mal ins Übersichtmenü und dann kümmern wir uns gleich mal um die Schweinchen und die sogenannte Abferkelei. Da wollen wir uns gleich auch mal drum kümmern. Wir kaufen jetzt mal hier diese kleinen Mini-Ballen, Strohballen klein. Die könnt ihr auch mit der Hand aufnehmen, da braucht ihr auch keinen starken Bauern. So,
Ich kaufe jetzt einfach mal ein paar. Und die werde ich dann sach- und fachgerecht hier mit dem Garter dann auch verladen. So. Gehen wir dann mal rüber. So. Packen die jetzt hier drauf. Und die kann man dann viel, viel besser auch zu den Kälbern packen, ne? So, die kann man hier schön per Hand aufnehmen. Die kann man auch schön in den Garter reinpacken. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr cool. Dann braucht man nämlich die Großen, mit den Großen sich nicht so rumquälen, ne? So, aus den Kälbern werden natürlich Kühe, ne? Und aus Jungbullen werden dann auch irgendwann richtige Bullen, ne? Zuchtbullen sind die einzigen, die sich nicht vermehren. Ne? Ich werde auch nochmal die Bullenzucht so ein bisschen erklären. Ich werde das nochmal so ein bisschen austesten. Wie das Ganze funktioniert. Ich würde sagen, da nehmen wir noch mal ein bisschen mehr mit. Ne? Ich würde sagen, 4 Stück kaufen wir uns doch mal. Die kosten ja nicht viel. Die kleinen Dinger hier, 45 Euro. So, dann haben wir das nämlich auch mit dabei. Und können die dann auch noch mal verladen. Und so haben wir dann ein bisschen Stroh für unsere Schweine gleich. Ne? Und auch für unsere jeweiligen Kälber, ne? So. Das packen wir hier auch mal rein. So, dann zoomen wir das Ganze nochmal fest. So. Und viele fragen auch immer, wie man die Autodrive-Kurse hier installiert. Da gibt es zahlreiche Videos dazu. Einfach runterladen, entpacken und dann in euer Savegame-Ordner packen. Voraussetzung ist natürlich, dass ihr auch das jeweilige Autodrive natürlich auch separat mit runtergeladen habt. Ne? So, den schicken wir jetzt mal zurück. In der Zeit, wo der jetzt hier zurückfährt, ich guck mal gerade, ob der das vernünftig macht hier. Müsste aber eigentlich klappen. Jo. Werden wir uns mal hier in unseren Kalbstall begeben. So. Ne, guck mal, hier ist schon wieder ein weiteres Tier gespawnt. Und das seht ihr jetzt hier auch. 4%. Die brauchen immer ein bisschen, bis die 100% haben. Ne, und wenn die irgendwann mal nicht mehr weiter wachsen, da braucht ihr hier diese Kalf-Plus-Geschichten. Die findet ihr übrigens hier unter Tierbedarf. Ne, steht auch mit dabei. Wachstum förderndes Mittel für Kälber. Wird benötigt, falls sich ein Kalb nicht weiter befüllt. Nur im Notfall für Kälber verwenden. Ne, das vielleicht nochmal so als Hinweis. Dann laufen wir mal rüber zu unserem Schweinestall, den wir haben. Nämlich da gibt es auch ein neues Gebäude. Und zwar die sogenannte Abferkelei. Jetzt werden sie sagen, Ferkelei? Was machst du für schmutzige Sachen? Nee, macht er nicht. Und zwar haben wir hier hinten noch ein weiteres Gebäude. Ich mach mal kurz hier das Tor auf. Und da könnt ihr einen neuen Schweinetyp kaufen. Ich hatte euch das schon mal gezeigt. Einfach hier ranlaufen, ranfahren. Ihr könnt ja auch beim Händler kaufen. Und dafür braucht ihr Schwein rosa ferkelnd. Ein Schwein rosa ferkelnd geht hier rein. So. Und wenn ihr dann hier reinkommt, seht ihr einmal hier die Lampe. Und was ihr dann auch habt, sind süße kleine Ferkel. So. Diese kleinen süßen Ferkel, ne, die wachsen in 3 Stufen. Ne? Das hier sind jetzt die kleineren Ferkel hier. Wir können hier natürlich auch eine Wärmelampe anmachen, die allerdings keinen Effekt hat. Und die kann man auch aufnehmen, die kleinen süßen Ferkel mit der Hand. Ne, das funktioniert auch. Und wenn die dann ausgewachsen sind, können wir die weiterverarbeiten zu Spanferkel. Ne? Das ist auf jeden Fall schon mal richtig coole Sache. Ja, und so können wir die kleinen Ferkel, die entwickeln sich dann auch weiter hier. Ne? Ist echt eine super Geschichte. Wie man die verarbeitet, das gucken wir uns in einer der nächsten Folgen mal an. Wo wir uns heute so ein bisschen drum kümmern wollen, ist ein bisschen hier die Tiere so ein bisschen versorgen. Ich habe hier mal so ein Schweinefutter-Big Bag auf dieses Gestell hier gepackt, was auch in der 1.0.0.8 neu mit dabei ist. Und das Fahrzeug ist da, sehr schön. Dann können wir einmal kurz zu den Kälbern rüberfahren. Schmeißen da hier so ein paar kleine Ballen mal rein, damit die Kälber auch versorgt sind. Und dann kümmern wir uns um die jeweiligen kleinen Schweinchen, auch um die großen natürlich. Und werden diese dann natürlich auch versorgen mit Futter, mit ein bisschen Ballen. Da gibt es auch so ein kleines Ballenlager, da werden wir die Ballen gleich einlagern. So, ich werde einmal kurz hier rangehen. Schalten wir mal den Motor ab.
Machen mal die hintere Bahn einmal so per Schnellverfahren. Ready. So. Weil die Spawn. Ah, ich bin zu nah hier an dem Trigger dran. Warte mal. Ich muss mal ein Stück weiter rüberfahren. Ansonsten sind die kleinen Ballen gleich alle weg. Das wollen wir ja nicht. So. Dann können wir das nämlich hier reintun. Seht ihr? Wir müssen das auch nicht öffnen. Das heißt, die kleinen Ballen, die schmeißen wir da einfach rein. Und dann ist das Kalb hier auch versorgt mit ausreichend Stroh. So. Ich hätte noch ein paar mehr kaufen sollen, weil die jetzt doch ein bisschen mehr brauchen. Huch. So. Sind natürlich nur 250 Liter. Und aus diesen Kälbern werden dann Kühe. Eine Frage von euch war auch noch, ob diese Kälber auch Milch geben. Nein, tun sie nicht, soweit ich weiß. So. Die haben wir versorgt. Wir können uns das auch gerne nochmal in der Tierübersicht anschauen. Wo wir den... Haben die Kälber hier auch nochmal drin? Separat in den Zuchtboxen? Ich glaube nicht, ne? Ne, in den Zuchtboxen werden sie nicht angezeigt. Deswegen haben wir hier weibliche, ne? Und hier sind dann die Jungbullen, die wir züchten können, ne? Das ist auf jeden Fall auch möglich. Gucken wir uns auch nochmal an. Wir gucken uns auch nochmal die Bullenzucht an, damit wir uns das dann auch im Detail nochmal anschauen. Und jetzt fahren wir mal rüber hier zu unserem jeweiligen Schweinestall am Hof. Da fahren wir mal hinten ran. Ich glaube, die Schubkarre hier. Da haben wir die Schubkarre. Und was wir ja auch noch haben, ist hier so ein kleiner Futtermischer, wo wir auch die Tiere dann auch noch mit versorgen können. Das schauen wir uns mal zu Beginn der nächsten Folge, denke ich, an. Oder machen wir es jetzt auch noch? Ach komm, das machen wir gleich auch noch. So, ich mache mal das Tor hier auf. Da können wir mal reinfahren mit dem Gator. Den Hänger lassen wir einfach mal stehen. Den brauchen wir jetzt hier nicht. So, stellen wir den mal ab hier. Tor lassen wir auf, weil wir es gleich sowieso brauchen. So, jetzt müssen wir mal die Dinger einmal entfernen hier. Ach, will er nicht. Ach komm. Machen wir es mit Einsteigen und L. Ja, und diese kleinen Ballen, die könnt ihr jetzt hier einlagern. Hier im Lager, dann werden die schön platziert. Das gilt nur für die kleinen Ballen. Ihr könnt keine großen reinpacken. Ne? Und dann könnt ihr dann hier wieder mit R das Ganze dann auch wieder auslagern. Ne? Da läuft einfach ran. Bestätigen. Dann habt ihr jetzt hier den kleinen Ballen. Den könnt ihr jetzt hier reinwerfen in die Abferkelei. Plopp. Sofern er gebraucht wird, der braucht jetzt nicht so viel. Da haben wir halt diese kleinen Schweinchen. Ne? Und machen wir mal einen Screenshot hier. Cool wäre natürlich, wenn die Mutter auch direkt davor vor den kleinen Schweinchen jetzt rumlaufen würde. Dann habt ihr auch geschrieben, dass ihr das nicht so cool fandet, dass man jetzt hier das Stroh, dass der Eingang da vorne ein bisschen schmaler geworden ist. Das ist der Eingang da vorne. Der Trigger ist aber auch hier. Ihr könnt das auch hier einstreuen, das Stroh, ne? Seht ihr? Also der Trigger ist schon sehr, sehr groß. Und da könnt ihr dann das Ganze auch dann ganz normal nutzen. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt erstmal die Schubkarre hier. Und werden in der Abferkelei ein wenig Futter reinkippen. Und hier in den großen jeweiligen Schweinestall werden wir gleich ein bisschen Futter mischen. Dazu brauchen wir dann wieder den Kramer. So. Das Coole ist, wir können jetzt hier einfach runterlaufen. So. Dann haben wir hier Schweinefutter. In den Big Bag. Wo er das eigentlich jetzt abfüllen sollte. Ich guck mal gerade. Füllt er das jetzt nicht ab? Oder habe ich den ein bisschen komisch hingestellt? Das kann natürlich auch sein. Ah, jetzt. Seht ihr? Guck mal. Da füllen wir das Ganze. Und können dann jetzt hier reinfahren. Ja, das heißt, wir haben noch ein bisschen mehr Micromanagement mit dabei. Der eine mag es, der eine oder andere mag es nicht. Das liegt natürlich immer so ein bisschen im Auge des Betrachters. Und dann können wir das hier reinkippen, ne? So, linke Maustaste gedrückt halten. Okay. Ja, und das Übrige, wenn es zu viel ist, das erkennt er leider noch nicht. Wir können jetzt auch wieder hier reingehen
und können das Ganze auch wieder aufnehmen. Das müsste, glaube ich, auch funktionieren. Dann machen wir mal hier das kleine Türchen auf. Fahren da mal rein hier mit unserem, mit unserer kleinen, aber feinen, mit unserer kleinen, aber feinen Schubkarre. So, dann drückt einfach STRG Z. Da müsst ihr jetzt den Rest des Futters hier aufnehmen. Ne? Das Ganze können wir natürlich auch machen, dass wir die jeweiligen... Kamerafang, hallo. Dass wir die jeweiligen Tiere im Schweinestall damit auch füttern. Das mache ich jetzt auch nochmal kurz. So, dann machen wir hier mal wieder zu. Machen wir die Tür auch gleich zu hier, damit die in Ruhe jetzt hier auch wachsen können. Ist ja nasskalt draußen. So, und dann fahren wir jetzt hier jetzt rum. Kippen hier das Futter mal rein. Beziehungsweise das lasse ich jetzt erstmal hier stehen, im Trocknen. So, dann schwinge ich mich mal in den Kramer rein und werde ein bisschen was besorgen. Nämlich hier, das ist nämlich auch noch ein neues Teil. Und zwar ist das der LSFM Futtermischwagen, weil hier war ja so ein großes Gerät mit einem großen Silo. Das ist mittlerweile weg. Wir starten das Gerät mal. Der Akku ist natürlich vollgeladen. Und dieses Gerät hat ein Fassungsvermögen von 3000 Liter und dient jetzt hier für den kleinen Schweinestall. Ne, keine Angst, drüben bei der Schweinezucht ist immer noch der große Schweinefuttermischer. Und mit dem können wir jetzt hier Sachen reinbefördern. Wenn wir das F1-Menü anmachen, sehen wir hier 2:1 wieder das Verhältnis. Bedeutet, wir brauchen zwei Teile von Kartoffeln. Rüben habe ich ehrlich gesagt noch nicht getestet, ob das auch funktioniert. Den werden wir dann auch nochmal machen. So, fangen wir mal kurz hier einmal beiseite. So, holen uns einmal die Schaufel. Ach, die liegt da vorne, warte mal. Da kann ich ja die Ballenspieß hier ablegen. Und fahr da mal rüber und hol mal eine jeweilige Schaufel von Kartoffeln. Und Getreideschrot braucht ihr auch noch. Jetzt werden wieder einige sagen, ey, wo bekomme ich denn Getreideschrot her? Getreideschrot bekommt ihr durch die Kornmühle, indem ihr dort Weizen, also Getreide abkippt. Und das wird dann verarbeitet und da bekommt ihr Getreideschrot. Könnt ihr aber, glaube ich, sogar jetzt mittlerweile auch kaufen, meine ich, oder? Mineraldünger Saatgut, wir gucken mal kurz. Verbrauchsgüter, da nicht. Ich weiß es jetzt gar nicht. Doch, Getreideschrot könnt ihr auch kaufen, wenn ihr noch selber gar nichts habt. Für die Schweinefutterherstellung, ne? 2000 Liter Säcke. Ich fahre jetzt mal kurz rüber hier zu dem jeweiligen kleinen Hof. Oder zu dem Getreidelager, wo wir uns auch unsere Kartoffeln haben. Und werden das Ganze dann ein wenig aufladen. Ja, der Tag neigt sich so langsam dem Ende. Verkäufe haben jetzt eher weniger gemacht, weil euch interessieren jetzt auch hier die neuen Features. Und in der 300. Folge gibt es dann die Special-Folge, wo wir dann Raps runterholen. In einer sehr, sehr aufwendigen Folge, das kann ich euch soweit schon mal sagen. Hatten wir jetzt hier die Kartoffeln drin? Ne, hier waren die Rüben. Ich glaube, hier waren Kartoffeln, ne? Genau. Guck mal, da haben wir die Kartoffeln. Dann werden wir das Ganze einmal jetzt hier aufladen. Also eine Schaufel reicht, das sind 2000 Liter. Und dann holen wir gleich nochmal eine Rutsche mit Getreideschrot. Da habe ich, glaube ich, hier sogar noch was im Lager. Ansonsten fahren wir mal eben kurz zu unserem, zu unserer Kornmühle unseres Vertrauens und können das dann auch noch aufnehmen. So, sehr schön. Jetzt sind wir da gleich angekommen. Geht natürlich schneller. Ich könnte natürlich Kartoffeln auch anders einlagern. So. Dann sind wir da wieder angekommen hier. Sehr schön. Packen die Kartoffeln jetzt einfach hier rein. Müssen wir natürlich gucken, dass wir hier optimal drüber sind. Passt das soweit hier? Ich glaube, das sollte passen, ne? Nimmt er an? Jo. Er nimmt's an. Dann noch ein bisschen Getreideschrot rein. Jetzt zeigt er hier noch so einen kleinen Fill-Type-Fehler an, glaube ich. Der Kartoffel ist ja null.
Und jetzt fahren wir einmal rüber hier zu unserem kleinen Silo. Da können wir nämlich auch mit der Schaufel drüber fahren. Da habe ich, glaube ich, schon Getreideschrot eingelagert. Weil ich bin schon mal so ein bisschen hin und her gefahren. Ja, wie gesagt, heute Abend, ne, 20.30 Uhr, werden wir wieder gemeinsam hier eine Runde zocken. Ich werde hier ein bisschen was vorbereiten für die nächsten Let's Plays. Ich werde wahrscheinlich noch eine Folge zwischendurch auch schon aufgenommen haben. Und jetzt fahren wir mal hier zu diesem Silo. Wir fahren hier mal runter, in der Hoffnung, dass ich das hier auch in die Schaufel überladen kann. Das müsste aber gehen. Ja. So, wo haben wir denn Getreideschrot? Haben wir Getreideschrot? Ich hoffe es. Ist mittlerweile Multisilo, ne? Ihr seht jetzt. Da, Getreideschrott. So, es sind zwar jetzt auch 2000 Liter, die passen da jetzt nicht mehr rein. Aber darum geht es ja jetzt nicht. Dann fahren wir mal hier raus, am Hof. Ich muss mir aber irgendwas einfallen lassen bezüglich der, der Fahrzeuge, weil wir wollten ja auch irgendwann mal hier noch eine neue Halle hinbauen. Als Tipp wird auch gegeben, halt auch schon aus Performancegründen, dass man nicht viele Fahrzeuge in Hofnähe parkt. Deswegen werde ich wahrscheinlich irgendwann noch mal ein bisschen was bauen und dann woanders die Fahrzeuge lagern. Ne, ein paar Gerätschaften und so weiter am Hof können wir ja ruhig behalten. Aber so, je mehr Sachen halt dargestellt werden müssen, weil ich das auch immer wieder in den Kommentaren lese, es ist halt so, dass je weniger mehr ist, ne? Aber ich habe natürlich schon sehr, sehr viele Fahrzeuge. Deswegen, ja, ist es einfach so, wie es ist. So, wir kippen den Getreideschrot mal rein hier. Das müsste jetzt, glaube ich, auch passen. Ist ein bisschen mehr reingekippt. Ist aber, glaube ich, nicht schlimm. Wir steigen mal kurz ein hier. Ich hoffe, das passt jetzt mit der Mischung hier. Jo, Mischung passt. Auch da natürlich wieder einschalten. B drücken. Jetzt dauert es 2 Minuten. Bis das Ganze jetzt hier produziert wird. Und dann können wir das Ganze gleich hier überladen. Wir können aber kurz schauen, ob die jeweiligen Schweine... Ne, wir haben einmal hier, das ist der Schweinestall. Ne, da brauchen wir auf jeden Fall ordentlich Futter wieder. 3000 Liter können wir mischen. Schweinezucht. Oh, da müssen wir auch mal wieder vorbei. Und es gibt auch die... wo war sie jetzt? Ich zeige euch gleich nochmal. Das ist die Schweinezucht. Die... die haben wir auch. Wo ist denn Schweinestall? Da, Abferkelstall. Das ist der Abferkelstall. Der ist gut gefüllt. Ne? Hier seht ihr auch, die produzieren Mist und Ferkel. Ne? Das ist das, was produziert wird. Und die Ferkel im Gegensatz zu den Kühen, die wachsen nicht aus. Das heißt, die könnt ihr dann später nur zu Spanferkel verarbeiten oder auch die Tiere verkaufen. Ne? Das geht halt auch. So, ich gebe noch mal ein bisschen was rein hier. Dann können wir eigentlich noch ein bisschen ausmisten den Stall, ne? Das können wir gleich auch noch machen. So, wir laufen hier mal zurück. So. Was auch noch in den Kommentaren geschrieben wurde, ist, dass es gar nicht mehr up-to-date heute ist, dass man wohl mit der Schubkarre hier einen Stall ausmistet. Es kommt natürlich immer auf den Betrieb an, ne? Hier sind jetzt natürlich auch nicht viele Schweine mit dabei. Ich finde es ganz cool. Es ist natürlich immer so ein persönlicher Geschmack, ne, was der eine oder andere hat. Viele Leute spielen halt gerne groß und ich bin halt eher so dieser, ja, ich zocke lieber hier so auf kleineren Karten und mag halt auch dieses Micromanagement. Man muss es halt mögen. Für den einen oder anderen ist das was, für den einen oder anderen sagt, ach nö, ist nix für mich. Aber das sind ja auch Geschmäcker verschieden und das ist ja auch gut so. Es wäre ja sehr, sehr schlimm, wenn alle den gleichen Geschmack hätten, oder? Das jetzt mal so zu meiner Meinung, wie ich das Ganze sehe. So, gehen wir da nochmal rein. Dann nochmal Steuerung Z. So, Steuerung Z. Jetzt misten wir den Stall aus. Also ich finde das cool, dass man den Stall so ausmisten kann. Ne, Stroh fehlt hier auch noch ein bisschen. Können wir auch noch ein bisschen was reinpacken. Ihr könnt das Ganze natürlich auch manuell befüllen, wenn ihr die normale Schaufel aus dem, oder Shovel, wie sie heißt in Englisch, aus dem Mod-Hub ladet. Dann könnt ihr die auch so befüllen. Das geht natürlich auch. So, dann haben wir gleich wieder einiges getan. Ne, ausgemistet, Futter reingebracht. Stroh kann ich dann, glaube ich, nochmal Ballen so manuell reinfahren oder einen kleinen Ballen hier durchschieben. Das geht halt auch. Na, aber ihr habt ja vorhin gesehen, der Trigger ist recht groß für die Ballen. Und da könnt ihr ruhig hier auch an die Seite ranfahren. Ne? Und das Tor ist größer hier. Ne? Seht ihr auch?
Ja, das ist auch ein bisschen größer geworden. Boah, ausmisten dauert schon ein bisschen, ne? Da haben wir auf jeden Fall ein bisschen was zu tun. So. Dann würde ich vorschlagen, kippe ich die nochmal kurz aus hier. Und dann werden wir den Futtermischer mal testen, ne? So, hier stellen wir mal, das Teil stellen wir mal ab hier. Dann gehen wir mal in die Futtermische rein, gucken, ob der fertig ist. Jo, wir sehen, wir haben Schweinefutter drin. Mit B können wir das Gerät wieder ausschalten. Dann fahren wir da gleich mal rein. Und müssen gleich noch die Abkippseite ändern. Was haben wir jetzt hier? Wir haben links. Wir wollen mit U, könnt ihr das übrigens ändern. Jetzt haben wir rechts eingestellt. Das heißt, das Futter kommt dann hier an der Seite raus. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr cool. Dann laufen wir da mal dran. Und können das Schweinefutter dann jetzt hier reinkippen. So, das wird dann hier übergefüllt. Das sind 3000 Liter. Mal gucken, ob da noch ein bisschen was übrig bleibt. Ich denke mal eher nicht. Ah doch, es bleibt noch ein bisschen was übrig. Gucken wir nochmal hier auf die Übersicht. Der Abwehrgestall ist versorgt. Dann haben wir noch die normalen Schweine. Die sind auch versorgt. Die brauchen noch ein bisschen Stroh. Da kümmere ich mich dann gleich nochmal drum. Und das Coole ist auch mit diesem Gerät hier, das können wir jetzt natürlich auch laden. Ne? Guck mal, hier haben wir auch noch so eine Ladestation. So, einfach Q drücken und dann I. Und jetzt lädt das ganze Gerät wieder auf. Wir schalten das einmal aus. Hier seht ihr jetzt den Ladestatus. Und ich werde jetzt einfach nochmal ein bisschen ausmisten hier. Bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten. Mich würde auch gerne eure Meinung hier zu dem Schweinestall interessieren. Zu der Schweinefutterproduktion. Zu einem Abferkelstall, wie ihr es fandet. Ne, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt auch gerne einen Kommentar. Und ich sage einfach mal bis dahin. Tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.